Dieses Mal ist es eine Raute. Da ist natürlich wieder der 90-Grad-Winkel beim diagonalen Schnittpunkt und damit muss man auch hier die Verzerrung ansetzen. Dieses Mal 45 Grad, muss mal wieder aufpassen, die Strecke BD ist 10 cm, das heißt, die hier ist im Original 5, aber in der Zeichnung 2,5, dass man nicht hier wieder 5 cm rausnimmt. Also die Gesamtstrecke ist 10 und damit verkürzt 5, die Hälfte 2,5. Der Rest sollte klar sein. Die Aufgabe ist recht dankbar, weil am Anfang relativ viel schön zu berechnen ist, nämlich den Winkel SCA. Da geht es wieder darum zu erkennen, dass man das zuerst in einem rechtwinkligen Dreieck sucht, nämlich hier mit diesem Mittelpunkt. Und dann kann man nämlich die Gegenkathete zur Ankathete berechnen mit einem Tangens, 6 cm und die Hälfte von AC sind 6,5 cm und damit haben wir ein Epsilon von 72,71. Ah, habe ich jetzt gerade gesehen, habe ich versehentlich nur auf zwei Stellen gerundet, war aber natürlich in der Angabe gegeben, dass man es auf eine Stelle runden soll. Die Strecke CS ist in demselben Dreieck die Hypotenuse, also kann ich hier wieder die den Pythagoras anwenden, dieses Mal mit den Katheten eben unter der Wurzel und im Quadrat. Auch wieder falsch, sollte natürlich 8,8 hier dran stehen. Und dann muss man noch das Volumen berechnen. Volumen heißt ja, ich nehme ein Drittel von der Grundfläche mal die Höhe. Ein Drittel mal ein Halb mal E mal F, das sollte man wissen, dass die Raute ein Halb mal die beiden Diagonalen ist und dann noch die Höhe und bin schon fertig mit dem Volumen. Drei wunderbare Punkte, ziemlich schnell erledigt. Dann kommt die komische Zeichnung, jetzt gehe ich nochmal zurück, bevor ich es verwirre. Verlängert man die Kante CS über S hinaus um 2x. Also das hier wird verlängert, das heißt, man zeichnet die Strecke CS schon mal weiter. X ist in dem Fall 2, heißt 4 cm weiter oben liegt dann mein Punkt P1, sieht man hier gerade, wunderbar. Dann erhält man eben eine neue Pyramide. Allerdings ist nur noch A und C original und Q und R, da wird das Ganze auch verkürzt, nämlich um x. Das heißt, wenn hier aber um 2 rein verkürzt wird, das waren ja keine Vollzentimeter wieder, die Strecke BD waren 10 cm, also ist die in der Zeichnung nur noch 2,5 und für x gleich 2 darf ich nur um x gleich 1 verkürzen, weil das auf der verzerrten Strecke liegt. Da muss ich jetzt aufpassen, also bitte hier nicht das x rein als 2 reinzeichnen, sondern nur um 1 reinzeichnen. Denn ich muss natürlich, wenn ich nicht auf der Schrägbildachse bin, auf die Verzerrung Acht geben. Und das ist, glaube ich, hier ein großer Fehler, wenn man natürlich das Ganze zu weit reinsetzt. Aber das erkennt man dann, glaube ich, auch. Dann wird diese Grundfläche hier ganz schön komisch. Und das soll man jetzt eben einzeichnen. Die Höhe ist quasi wieder mit dem Fußpunkt hier unten dran und liegt senkrecht vom Punkt P nach unten. Also auch in der ganz normalen Schrägbildachse. Und schon sind wir nämlich bei der 2,4. Die Zeichnung ist nämlich so anspruchsvoll, dass sie hier gesagt haben, reicht uns aus. Jetzt sollen wir das Volumen in Abhängigkeit bestimmen. Das heißt, als erstes wieder natürlich sich überlegen, wo sind die x'e. Also hier oben haben wir zum Beispiel 2x, hier haben wir ein x und hier haben wir ein x. Das Volumen darzustellen ist einfach die Diagonal, also die Grundfläche, ein Drittel mal die Grundfläche mal die Höhe. Also ein Drittel mal ein Halb mal AC ist die eine Diagonale, mal QNRN ist die andere Diagonale und FPN ist die Höhe. Einfach mal hinschreiben, ja, und jetzt Schritt für Schritt. AC haben wir natürlich gegeben, aber jetzt müssen wir noch irgendwie auf FNPN kommen. FNPN liegt in einem rechtwinkligen Dreieck, wo wir diesen Winkel hier haben und diese Seite hier haben. Das ist die Gegenkathete, das ist die Hypotenuse, also können wir einen Sinus aufstellen. Sinus von dem Winkel ist FNPN von x durch, ich habe es immer noch falsch, Mist, müsst ihr dran denken, am Schluss kommt schon das richtige Ergebnis raus, aber ich habe hier dummerweise auf zwei Stellen nach dem Komma das Ergebnis gerundet. 8,85 und jetzt eben plus 2x. Denn es ist ja nicht mehr die Strecke nur hier dran, sondern sie ist ja plus 2x erweitert worden. Und schon habe ich die FNPN von x in Abhängigkeit. Ich muss einfach nur den Sinus 42,7 mit 8,85 multiplizieren und mit 2x multiplizieren. Denn es muss mit dem ganzen Nenner hier natürlich multipliziert werden. Jetzt fällt mir noch die Strecke QNRN, aber die ist leicht. Ich ziehe einmal hier x ab und ich ziehe einmal hier x ab. Dann ist 10 minus 2x diese Strecke. Und jetzt haue ich das einfach alles oben in die Formel rein. Es wird ein riesig langer Wolf, aber es ist nach und nach einfach algebraisch umzuformen. Ein Drittel mal ein Halb mal 13,
Also 13 war die Strecke AC, wenn ich das richtig habe. Dann sind es 13 Sechstel, habe ich hier schon mal zusammengefasst. Das habe ich einfach 6 mal 10, 6 mal minus 2x, 1,4x und so weiter, das mit dem und das mit dem multipliziert. Und dann habe ich 13 Sechstel mal 60, 13 Sechstel mal 2x, ich kann ja das hier zusammenfassen, und 13 Sechstel mal minus 2,8 in Taschenrechner eintippt. Und dann kommt tatsächlich genau dieses Volumen heraus. Hat bei mir jetzt hier nicht mehr Platz gehabt, aber steht ja sowieso in der Lösung drin. Das ist dann dieses minus 6,1x Quadrat. Also auch wieder kein Hexenwerk. Der Witz ist einfach mal aufstellen, was wir brauchen mit diesen Ns, dann schauen, wo die Xen sind und dann einfach genauso rechtwinklige Dreiecke suchen oder eben nur schauen, was man abziehen muss und das dann am Schluss in die Formel zusammenpacken. Bei der Aufgabe 2.5 begründen Sie durch Rechnung, dass es keine Pyramide gibt, deren Volumen um 10% größer ist als der Volumen der Pyramide. Es sind wieder zwei Pyramiden gesucht. Eine haben wir schon, die lassen wir mal außen vor. Wir brauchen die zweite A, B, C, D, S. Auch die haben wir ja schon im Ergebnis. Und davon nehmen wir jetzt mal 10%, denn wir suchen das um 10% größere, also 130 Kubik. Zentimeter plus 13 Kubikzentimeter. Das ist das, was man hier rauslesen muss. Deren Volumen um 10% größer als das der Volumen der Pyramiden 130 Kubikzentimeter ist. Also 10% berechnen und dazu 10 oder gleich 110% berechnen. Übrigens, 10% von 130, das berechne ich natürlich, indem ich 0,1 mal 130 bestimme. Um Prozent in eine ganz normale Zahl umzurechnen, muss ich immer zwei Kommastellen nach links. Also wäre es hier 0,1 mal 130. Gut, und das setze ich jetzt einfach gleich mit meinem Volumen. Denn es heißt ja nichts anderes, es gibt kein Volumen von dem einen, das um 10% größer ist als das hier. Also habe ich das rausgekriegt, setze es mit dem gleich. Ich mache wieder, schaue ich, dass ich das Ganze auf eine Seite bringe, damit ich die x1,2-Formel verwenden kann. In dem Fall langt es aber ja aus, die Diskriminante zu bestimmen und rauszufinden, okay, das wird, hier ist 4,3 Quadrat, okay, ist hoch, aber 4 mal 6 mal 13 ist höher wie das. Weil das wird irgendwas mit 16 sein und 4 mal 13 ist deutlich größer, weiß ich jetzt schon, kleiner 0. Also es gibt keine Pyramide, für die genau das gilt. Und schon wären wir wieder fertig, geschenkte 3 Punkte. 2,6. Der Winkel AP2 an der Spitze hat das Maß 60 Grad. Also der hier oben. Wir wissen allerdings nicht, wo P2 liegt, denn es sind ja wieder jetzt irgendwie ein neues P2. Berechnen Sie die Länge der Strecke CP2 und den zugehörigen x-Wert. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, wie viel xen hier dazukommen. Ich habe das jetzt einfach mal so gemacht. Ich habe diese Strecke AC zu Sinus 60 Grad. Und die Strecke CP, die ja jetzt gesucht ist, zu diesem Winkel. Und der Winkel hier dran ist 180 Grad minus dem und minus dem. Das heißt, ich habe dieses Dreieck hier genommen, habe versucht, die Strecke CP zu berechnen und das einfach mit den Größen, die eh schon gegeben sind. Damit kann ich nach CP auflösen, sind 14,6. Dann weiß ich doch, dass also die neue CP2 14,6 minus. Also, dass da schon die 8,66 drinstehen oder 8,85 oder 8,8, wie es jetzt hier richtig dran steht, dann kann ich auch rausfinden, dass der Rest 2x sein muss. Also 14,6 minus 8,8 muss der Rest 2x sein. Also muss x 2,9 sein. Auch wieder relativ schnell zu lösen, indem wir einfach annehmen, dass wir die Strecke CP2 jetzt als unbekannt haben, aber das in einem Dreieck suchen, wo wir jetzt eben Größen haben. Und damit können wir wieder über den Sinussatz relativ schnell zum Ergebnis kommen.